Schauen wir uns an, wie wir uns ein Werkzeug erstellen mit folgender Kostenfunktion. Mein Ziel ist, dass ich einen Button habe, einen Knopfdruck, wo ich das Betriebsoptimum einer Funktion berechnet, wo das vielleicht sogar schon zeichnet wird, wo die Stückkostenfunktion erzeichnet wird, wo die Punkte sauber beschriftet sind und so weiter und so fort. Macht man das einmal durch, das ist praktisch wie ein Makro und im Nachhinein kann ich mir das Werkzeug definieren. Die Funktion, ich habe jetzt da einfach eine genommen, die irgendwo aus einem Schulbuch heraus ist oder aus einer Prüfungsaufgabe, aber ich glaube, das mal hergenommen. Kann man es lesen? Ein Fünftel x hoch 3 weniger 6x Quadrat plus 290x plus 200. Die Funktion wird so gezeichnet, klassische Meldung der Schüler, wieso schaut das so komisch aus? Die Skalierung ändern, nur mal zur Erinnerung, die gedrückte Steuerungstaste lässt mir die X- und Y-Achse sauber verschieben. Dann kann ich das zumindest so irgendwie hinkriegen. Dass man den Verlauf der Kostenfunktion sauber sieht. Weil da das letzte Mal die Frage gekommen ist, kann ich nur den positiven Bereich auch darstellen? Natürlich geht das, ja. Ich kann natürlich, weil da im negativen Bereich macht es ja keinen Sinn, ich kann sagen, die Funktion, ja, das ist ein Befehl mit Startwert, Endwert. Seht ihr das? Kann ich sagen, lass diese Funktion erst f, erst bei 0 beginnen, und lass sie bis, was weiß ich, 100.000 gehen. Dann wird es dann wirklich nur in diesem Bereich definiert. Und dann habe ich ja wirklich nur den einen Ausschnitt. Also machen wir es wirklich vielleicht bis 100.000, ist egal. Und wird auch als neue Funktion eingetragen in GeoGebra. Also ich kann mit der dann wirklich wieder arbeiten. G von und so weiter. Jetzt ist die andere nur da, liegt nur dahinter. Ich lasse das F ein wenig ausblenden. Und dann habe ich wirklich nur mal diese Funktion beginnend bei 0, x gleich 0. Wenn man es nur ein wenig schöner haben möchte, dass man zum Beispiel das Koordinatensystem auch erst im ersten Quadranten anzeigen lässt, das muss man in der Grafikeinstellungen umstellen. Da ist es möglich, in der Grafik die x-Achse nur positive Achse anzeigen zu lassen, wer das gerne hätte. Und bei der Y-Achse auch nur positive Achse. So, noch einmal. Mit Steuerungstaste. Also ein Rechtsklick auf die Grafik. Ganz unten ist die Grafikeinstellung und da gibt es den Reiter X-Achse und Y-Achse und da kann ich nur positive Achse anzeigen lassen. Und dann sind wir wirklich in der Gegend, wo wir eine Kostenfunktion haben wollen, nur der positive Teil wird angezeigt und mit dem werden wir weiterrechnen. Also da muss man X-Achse anzeigen, ausblenden? Nein. Grafik und dann nur positive Achse anklicken. Der kann trotzdem noch g von minus 1 ausrechnen. Also man kann's wirklich? Man kann es verwenden. Ja, die Befehlfunktion, das ist nur eine Darstellung. Die Funktion wird gezeichnet von bis. Weil, wenn man einen Punkt draufsetzt, dann kann ich nicht über 0 ausgehen, aber ja, genau, g von minus genau. 1 rechnen tut er uns. Ruhig aus? Okay. Probieren wir geschwind noch was. Okay. Gut, jetzt hätte ich gerne das Betriebsoptimum bestimmt, um jetzt ganz exakt zu werden, das darf ich eigentlich, die Stückkostenfunktion darf ich nicht mehr in das gleiche Koordinatensystem einzeichnen, weil sie dann nicht mehr die gleichen Einheiten
geht da, da geht es um Gesamtkosten und dann eigentlich um Stückkosten. Also lassen wir uns zur Sicherheit gleich das zweite Grafikfenster einblenden und dann es da nebenbei. Ja, freilich. Wenn ich das jetzt beschriften möchte, dann möchte ich bei 24 oder bei 200 mhm. einfach x und Meter. Okay, ja, dann schreibe ich. Das, wenn ich das dann zoome, dass man das bleibt, dann ist das nicht. Okay, ja. Dass da die X-Achse beschriftet wird. Okay, ja. Gehst auf Grafik und da kannst du unter X-Achse kannst du die Beschriftung angeben. Das heißt, wie soll die Sache beschriftet werden? Ich schreibe jetzt her, das soll zum Beispiel Stück sein oder sowas, ja. Und die Einheit kann ich auch noch angeben. Die Einheit sind zum Beispiel Mengeneinheiten. Und wenn ich jetzt das so übernehme, dann siehst du, aha, die Beschriftung ist Stück der Achse und die Einheiten sind Mengeneinheiten. Nein, das ist praktisch, es ist kein Text, sondern das ist wirklich jetzt die Beschriftung der X-Achse. Und ich sage es nur mal für alle diejenigen, die gerade weggeblinzelt haben, wenn ich unter Grafik, jetzt nämlich mit der Y-Achse, die Beschriftung könnte ich sagen, zum Beispiel Kosten und die Einheit soll Euro sein. Ja? Dann wird im Endeffekt die Y-Achse, so wie man es braucht, beschriftet und bei jedem, er schreibt es bei jedem dazu automatisch. Nein, er schreibt es wirklich überall dazu, weil jetzt praktisch die eine ist. Da kann man Zentimeter und was weiß ich was. Das ist komplett frei wählbar. Okay, ich war gerade im Grafikfenster 2, um die Stückkostenfunktion zu definieren. Könnte jetzt wieder, mache ich dann vielleicht ganz zum Schluss nur die X-Achsen nur für positive Sachen ausrechnen. Ich sage zu meinen Schülern immer, Ansicht, Grafik 2. Ja, aber ich krieg's jetzt. Und dann ist es so herausgepoppt und ja, dann mit diesem kleinen Button Ansicht im Hauptfenster anzeigen. Kriege ich es dann wieder rein. Meine Funktion lautet g von x. Wer mit der Kostenfunktion gerne mit k rechnet, tut sich das halt jetzt geschwind nur umbenennen. Das ist das k von x lautet. Das ist einfach wieder zum Schreiben anfangen. Und die Stückkosten. Normalerweise wird es mit K quer gemacht, jetzt kann ich wieder natürlich die Oberstriche und so weiter erzeugen. Ich sage zu meinen Schülern, nennt es doch einfach K quer. Okay? Ja, da muss man wieder mit Texte arbeiten und Oberline und so weiter. Benennen kann man jetzt nicht K. Du kannst nur Index, du kannst einen Index verwenden. Sonst nicht. Oberstrich geht nur über Beschriftung dann wieder. Ist ein bisschen umständlich. Aber ich mache das folgendermaßen, ich sage, die Funktion lautet k quer von x ist gleich. Und das ist ein Wissen, das sollten die Schüler eigentlich drauf haben. Nicht auswendig lernen, sondern verstehen. Kx durch x. Und ich beziehe mich jetzt schon auf die Funktion, somit bleibt, wird alles wieder abhängig. Und dann habe ich eine Funktion k quer. Bitte klickt es noch vorher ins Grafikfenster 2, damit es wirklich dort gezeichnet wird. Jawohl, endlich hat es wer gemacht, das ist ins Grafikfenster 1. Jawohl, endlich. Jetzt kann ich das auch sagen. Kleiner Hinweis, das ist auch wieder sehr, sehr einfach. Wenn ich jetzt zwischen die zwei Grafiken wechseln möchte, oder wo ich dass das woanders drinnen ist, es geht leider nicht über Drag and Drop, aber es geht folgendermaßen, in den Eigenschaften gibt es jetzt zu jedem Objekt unter Erweitert die Möglichkeit anzuklicken, Anzeigen in. Ich kann es in beiden anzeigen lassen, ich kann es nur in einer anzeigen lassen oder gar nicht. Also da wähle ich dann aus, wo ich es gerne hätte. Und da bin ich gleich bei einer weiteren ganz interessanten Sache. Wer mit Bildbearbeitungsprogrammen, GIMP oder Photoshop arbeitet, kennt dieses Prinzip der verschiedenen Ebenen, Layers. Das kann ich da eben auch machen. Ja. Es gibt 10 Ebenen. Das heißt, wenn man jetzt was konstruiert, ist immer die letzte Konstruktion diejenige, die drüber gezeichnet wird, ist aber immer nur auf Ebene 0. Und wenn ich jetzt beispielsweise Dinge einfärben möchte oder einen Text wirklich drüber legen möchte, dass der nicht durch irgendwas überdeckt wird, dann lege ich ihn einfach eine Ebene höher. Das kann ich da einstellen. Der Frage? Ja. Bei der zweiten Grafik,
weil in der zweiten Grafik, oder Grafikfenster 1 und 2 sind unabhängig voneinander. Das heißt, die müsst jetzt. Eigenschaften, ja. Dann wieder nur positive X-Achsen anzeigen. Dann müsste es wieder passen, ja. Okay. Also die sind entkoppelt, die zwei Fenster. Das war lange eine Frage, macht man das so oder tut man es koppeln? Aber es hat einfach mehr Vorteile, wenn man es entkoppelt betrachten kann. Weil nur ein kleines Beispiel, manchmal möchte ich da was zeichnen und manchmal möchte ich da eigentlich nur irgendwie eine Funktion einbringen. Bitte? Ich habe da bei der Grafik 2 so mhm. die Achse wegkriegt, die X-Achse, aber da sind immer noch Beschriftungen da. Darf ich nur kurz schauen, wie meinst du? Also ich habe da immer noch diese Striche mit, ja, okay. minus 3, obwohl die Achse selber noch negativ fällt. Aha, okay. Interessant. Das ist interessant, ist das bei mir auch so? Nein, es ist bei mir nicht so. Drücke mal STRG F geschwind. Ändert nichts. Dann müssen wir in den Eigenschaften nachschauen, was da vielleicht für. Ja, wenn er reproduzierbar ist, dann ist es ein Bug, aber ja, bei mir ist es eben nicht. Die X-Achse ist alles weg, oder die Y-Achse ist alles weg. Ja, du musst da die Nummer fragen. Und jetzt auf der Y-Achse, die muss ich bezahlen. Ja, aber probieren wir mal wissen. Das sind die Bugs. Wenn es reproduzierbar ist, wenn du es nur mal schließt und nur mal öffnest. Schauen wir mal. Weil das komisch ist, und just bei mir ist nicht. Also deswegen komisch. Aber gut. Dann möchte ich jetzt gern das Minimum ja bestimmen von dieser Stückkostenfunktion. Jetzt weiß man, wenn man das händisch macht, wird das zum Ableiten und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt gerne mal auf Zeiten. Also wir brauchen das nicht so nachbauen, wie man es händisch macht. Man kann natürlich auch Befehle verwenden, die im Gegenüber eingebaut sind. Eine wichtige Sache, und das ist echt jetzt klasse, weil es nämlich Extremum gibt, aber eine große Unterscheidung zwischen Polynomfunktionen und normalen Funktionen in der Version 4.0 passiert ist. Bei Extrem- und Polynomfunktionen spuckt er natürlich alle Extremwerte aus, Hoch- und Tiefpunkte, die es irgendwie geben kann. Aber nachdem wir da keine Polynomfunktion haben, muss ich das zweite verwenden. Ich kann aber auch, nachdem es beim Betriebsoptimum immer nur ums Minimum geht, auch den Befehl min verwenden. Ja, das ist auch sehr praktisch. Also der Befehl min ist sehr mächtig geworden. Der geht nicht nur von bei Listen, sondern jetzt auch bei Funktionen. Und sage jetzt, okay, suche mir immer das Minimum der Funktion k quer und so wie man es eben gewohnt ist, von Taschenrechner, man braucht jetzt einen Start- und einen Endwert. Ihr fragt es mir zu viel, ich weiß leider nicht, welches Verfahren da dahinter liegt. Ich weiß es nicht, wie das CS das dann berechnet, aber es ist relativ schnell. Startwert und Endwert, naja, interessant ist bei mir nur zwischen 0 und vielleicht Endwert irgendwas. Ich habe in einem anderen Seminar mal ausprobiert, ob man da unendlich eingeben kann, um absolut sicher zu sein.
das hat irgendwie schlecht funktioniert, weil er braucht im Endeffekt zwei Startwerte, wirklich zwei numerische Startwerte. Mit dem Begriff Unendlichkeit kann man sehr wohl in GeoGebra rechnen. Also es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel Grenzwerte auszurechnen, wo dann steht x gegen unendlich. Aber jetzt schreibe ich einfach eine, so wie ich es vorher gemacht habe, 100.000 oder nur größere Zahlen, das ist ja egal. Das sind nur numerische Schätzkeile. Und ich kriege den Minimalwert außer. Ja? 16,78, ich hoffe, ihr habt dasselbe. Also nur mal die Eingabe ist sehr einfach, Minimumwert und so weiter. Wieder muss ich jetzt halt sagen, da ist null Analysis drinnen, da geht es eigentlich um gar nichts, außer Befehlsketten zu lernen. Und das ist wirklich das Problem natürlich, weil auch meine Schüler das dann sagen, ja, da brauche ich dann eh nichts mehr, dann merken wir einfach, wie das eingehen muss und aus. Dann wissen es noch weniger, als wenn sie das eingehen. Genau, wissen es nur weniger. Jetzt ist halt die Frage gewesen, wie habe ich das gemacht bei meiner Schularbeit? Ich habe gesagt, das war nur 2 Punkte von 40 Punkte Schularbeiten haben wir. War 2 Punkte, war das Betriebsoptimum auszurechnen. Und ein Punkt habe ich gegeben, wenn sie es ausrechnen. Und die zweite Frage hat dann gelautet, und erläutere das Betriebsoptimum mit eigenen Worten. Was bedeutet das? Also das Rechnen war mir eigentlich wurscht, sondern es war halt der eine Punkt. Und der zweite Punkt war dann, damit wir es halt erläutern. Ja, dass halt eben die minimalen Stückkosten oder so irgendwie was kommt. Ja? Solche Begrifflichkeiten, die wir sie nicht nur aufgeschrieben haben, sondern oft diskutiert haben. Weil um das ist mir dann bei dieser Kosten- und Preisstudie hauptsächlich gegangen. Wir haben sehr viel gesprochen, ja, über diese Kennbegriffe. Was bedeutet jetzt wirklich ein Betriebsoptimum? Ja? Und das ist im Endeffekt, das muss man mal verstanden haben, sage ich jetzt. Ja? Das ist für mich immer das Problem. Gell? Also, wie beurteilt man das? Ja? Schriftlich ab. Ja. Gell? Und der Schüler schreibt da irgendwas hin. Das ist wieder ein Satz, den er gelernt hat. Ja, es ist halt dann also ich habe da Betriebsoptimum abgefragt, Betriebsminimum, dann zum Beispiel den Break-Even-Point, und ein Schüler hat halt dann ganz besonders gut geschummelt und hat die ersten Zeilen von Wikipedia halt hingeschrieben. Ist dann halt natürlich auch nicht ganz interessant. Gut, wie würde ich das jetzt gerne noch weitermachen? Wir wollen ja ein Werkzeug dann erstellen, das uns das automatisch liefert. Jetzt muss ich aber noch, hätte ich gerne noch, dass das auch wirklich Betriebsoptimum heißt, deswegen nehme das noch umschön im Pop oder Betrieb. Dann wird das dargestellt. Ja, eigentlich ist das Betriebsoptimum ja das X von dem, ja. Also wenn man genau ist, stimmt, dann sollte man das Pop eigentlich als X von diesen definieren da. Aber mir geht es jetzt eigentlich um das, dass man die diese Konstruktion, das sind im Endeffekt 3-4 Schritte, nicht immer wieder neu machen muss, hat einen Vorteil, aber wenn es mir darum geht, ich möchte nur ganz kurz Betriebsoptimum ausrechnen, kann ich das über so einen Werkzeugbutton genauso erledigen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Jetzt wieder, hat es jeder konstruiert, sonst kann man nicht mitmachen. Ja, hat jeder den Punkt konstruiert? Warte mal geschwind zusammen noch. Ihr seht, das einzige freie Objekt ist dieses F. Davon haben wir alles andere definiert, abhängig gemacht. Mehr brauche ich ja nicht. Als Eingangsgröße brauche ich die Kostenfunktion, daraus kriege ich das Betriebsoptimum heraus. Wenn ich jetzt kein freies Objekt habe, muss ich das dann zurückfahren und möchte dann mit Funktion dann anfangen? Nein, es ist nicht so tragisch. Du kannst es halt du musst halt dann immer die Eingabe in Funktion von in ändern. Jetzt konnte ich da oben einfach die Funktion ändern und dann kriege ich das neue Betriebsoptimum automatisch aus. Aber ist nicht so tragisch. So, geht's? Weiter. Dann, wie erstelle ich jetzt ein Werkzeug? Geht's einfach auf Werkzeuge, neues Werkzeug erstellen. Es sind sämtliche Werkzeuge, die Sie in GeoGebra da seht, genau so erstellt worden. Genau über diese Idee. Nur damals, bis der Markus im ersten Version, beziehungsweise dann in der zweiten Version gehabt hat, hat er halt dieses Skript noch nicht eingebaut gehabt, dass das auch für den Benutzer möglich ist. Aber er hat das genauso gemacht. Ein Funktionsinspektor ist so gebaut worden, nur ist halt dann die Ausgabe über extra Pop-up programmiert. Ja? Aber zum Beispiel die lineare Trend. Die Regressionsgerade ist genauso gebaut worden und dann ist sie da in die Standardwerkzeugleiste eingebaut worden.
Und ihr könnt euch diese Standardwerkzeugleisten natürlich auch anpassen. Da muss man halt ein bisschen in den Code hin. So, da kommt dann dieses Pop-up, das jeder vor sich hat, hoffentlich. Ja? Jetzt fragt man sich, wieso steht da Ausgabe und nicht Eingabe. Das ist, hat einen sehr, sehr sinnvollen Grund, weil ich muss jetzt damit zuerst festlegen, was für das Werkzeug mir ausspucken. Und jetzt kann ich aus meiner Konstruktionsliste herausklicken, was will ich denn haben. Ich möchte eigentlich den Punkt Pop haben und ich möchte die Funktion K-Quer haben. Dann, und jetzt ist mir das Intelligente an dem Werkzeugersteller, wenn ich weiterklicke, schlagt er mir schon vor, was braucht er, damit er diese Sachen bauen kann. Und deswegen diese umgekehrte Idee, nicht zuerst Eingabe, Ausgabe, sondern zuerst Ausgabe und dann kommt die Eingabe. Und jetzt kann ich mir, steht da Funktion F, okay, das braucht er als Eingabe, dann macht er das, was die Ausgabe werden soll. Und nochmal weiter, das heißt jetzt Name und Symbol. Und jetzt wird es wirklich interessant, sehr, sehr mächtig. Ich kann Werkzeugnamen vergeben. Ja, das ist das Betriebsoptimum. So wird das Werkzeug benannt. Und jetzt wird es aber interessant, ich kann auch einen Befehlsnamen vergeben. Das heißt, ich kann einen eigenen GeoGebra-Befehl kreieren. Der heißt jetzt natürlich gleich Betriebsoptimum. Wenn ich es nur abkürzen möchte, ist das vielleicht Pop. Dann kann ich mit dem Befehl Pop von einer Funktion das machen, was ich da vorhin unter Ausgabe definiert habe. Also ist einfach ein neuer interner Befehl. Eine Hilfe kann man nur angeben. Ihr seht es da herum an. Gerade bin ich im Werkzeug gewesen, Objekt auswählen, klicke auf ein Objekt. Das, was der Werkzeugname ist, Betriebsoptimum, wird dann da schwarz stehen. Und Werkzeughilfe ist das, was da steht. Das heißt, das ist die Short, der Shortcode, die Kurzreferenz. Also ich würde jetzt sagen, klicke auf eine Funktion. Oder vielleicht auf eine Kostenfunktion. Okay? Und jetzt geht es weiter. Jetzt habe ich dann ein Symbol noch auszuwählen. Das ist immer normalerweise der Schraubenschlüssel und der, also dieses Standardsymbol. Wenn man jetzt das sehr gerne mit einem eigenen Symbol hat, dann braucht man im Endeffekt nur mal nachschauen, wie kriege ich denn da jetzt sauber irgendwie was rein. Ich mache jetzt, ich habe da mal ein paar Werkzeuge, glaube ich, probiert. Da Werkzeuge. Und da gibt es einen Haufen If-GIFs. Ich habe zum Beispiel mal ein Werkzeug gemacht für Gmax. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Datei, eine Bilddatei, die so groß ist oder sowas habe ich mal gebaut für Schmiegekreise. Und da sind halt die ganzen anderen Werkzeuge herinnen. Ja, ihr seht die. Die sind eigentlich alle auch wieder mit GeoGebra konstruiert, die Bilder. Die sind einfach mit GeoGebra gezeichnet worden und dann als PNG exportiert, 32x32 groß und dann kann ich mit dem wieder arbeiten. Jetzt lasse ich es einfach auf dem Symbol, damit wir alles gleich haben und dann drücke ich fertig stellen. Das neue Werkzeug wurde erfolgreich erstellt. Passt das? Oben ist das Werkzeug jetzt in der Werkzeugleiste erschienen. Wenn ich draufklicke, aber wenn ich Maus oben gehe, habe ich Betriebsoptimum, klicke auf eine Kostenfunktion als Hilfe und ich mache das jetzt bewusst in einem neuen Fenster. Also, warte noch geschwind. Wenn ich Datei neu klicke, dann kriege ich einfach was ganz was Neues raus. Das Werkzeug bleibt erhalten. Okay. Datei neu, habe ich gemacht. Neues Fenster und wieder auf die Standardeinstellungen zurückgreifen. Da ist dann nicht mehr da. Datei neu. Neues Fenster, dann greift immer auf die Standardeinstellungen. Wer es gespeichert braucht. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt eine Kostenfunktion angebe. Ich mache jetzt was Einfaches und sage Klammer x weniger 6 hoch 3 plus 20. Schauen wir mal, ob also eine Kostenfunktion an. Das war nicht geplant. Und schauen wir mal, ob wir da ein Betriebsoptimum rauskriegen. Also ein bisschen mehr als plus 20 eingeben. Hör ich nicht aus. Egal, ich probiere einfach irgendeine Funktion aus. Und jetzt kann ich eben das Werkzeug dazu verwenden, dass ich eigentlich nur mehr auf die Kostenfunktion klicke. Und dann spuckt er mir das aus.
Es sind ein paar Einschränkungen. Das ist jetzt aufgrund der internen Berechnung. Es wird natürlich alles, was ich jetzt konstruiere, genau dort wieder einkonstruiert, wo ich gerade bin. Also auch ins Fenster 1. Und Namen werden natürlich nicht übernommen. Weil das ist ein neues Objekt, das generiert wird. Und dieses neue Objekt wird als neuer Punkt mit A wieder bezeichnet und nicht mit Bob. Ja. Jetzt kommt man aber ein bisschen weiterdenken. Lass zum Beispiel noch zusätzlich einen Text generieren, der beschreibt Bob, und dann wird das A automatisch eingefügt. Also ihr seht, es ist sehr, sehr einfach, wenn ich mal eine Konstruktion durchgeführt habe, dass ich das dann als Werkzeug abspeichert und mit dem dann weitere Konstruktionen baue. Da gibt es verschiedenste Tools. Ich habe zum Beispiel mal so ein Werkzeug gebaut, eine Umkehraufgabe. Ja, da waren verschiedene für Umkehraufgaben. Da war ein Werkzeug, Batterie, wo gestanden ist, okay, ich habe einen Hoch- und einen Tiefpunkt und ich soll das anklicken und dann zeichnet man automatisch die Funktion dritten Grades ein oder generiert man das. Oder ich habe einen Wendepunkt angegeben und dann hat man praktisch die Funktion dadurch gezeichnet mit einem gewissen Grad. Um euch ein bisschen zu zeigen, wie man das noch ausbauen kann, zeige ich euch eines meiner Lieblingsdinge. Das im Endeffekt über Werkzeuge dann ganz einfach und schnell gebaut ist. Wir haben einmal so eine Fadenkonstruktion in einem Seminar gebaut, das ist auch schon jahrelang her. Und diese Fadenkonstruktion ist insofern sehr aufwendig, weil man Strecken AC und AB unterteilen muss. Ja, wir haben es abhängig gemacht von so einem komischen N, das heißt, wie viele Unterteilungen brauche ich. Und so wie es die Schüler eh gern machen, dann verbindet man irgendwelche Zeichnungen draus, wird halt dann der erste Punkt mit dem ersten Punkt da verbunden und so weiter. Das ist alles schön interaktiv gebaut worden. Wird über Listen im Endeffekt gemacht. Über Listen, die da Strecken generieren, ist nicht so schwer, aber man muss halt einmal die Idee gesehen haben. Jetzt hätte ich aber recht gern, dass ich, wenn ich in Zukunft praktisch das nur mehr bauen möchte, dass ich ein Werkzeug habe, das man bei Eingabe, ihr seht, es sind eigentlich nur drei Punkte variabel, das andere ist alles frei dazu, da haben wir das da geschwind weg. Die drei Punkte sind die Variablen, die Eingaben und natürlich die Anzahl. Wenn ich also diese vier Eingaben gebe, hätte ich gern, dass man wieder sowas zeichnet. Ja? Wie mache ich das? Unter neues Werkzeug erstellen, da frage ich jetzt wieder, was würde man ausgeben? Das sind jetzt eben diese Listen von Strecken, ja, das steht dann da irgendwo drinnen. Ich hätte gern das, ich hätte gern das, ich hätte gern das. Und ebenso die Strecken brauche ich noch. Okay, das wird die Ausgabe, das wird dann die Ausgabe werden. Da werden jetzt die Punkte erzeugt und dann die Strecken erzeugt. Und was braucht als Eingabe? Ja, so wie ich es gesagt habe, die drei Punkte und die Zahl n. Dann nenne ich die weiter. Soll jetzt heißen Fadengrafik, als Werkzeughilfe drei Punkte und Anzahl. Was macht man damit? Ich muss zuerst die Punkte anklicken, A, B, C und dann die Anzahl. Ich könnte sagen Punkt 1, 2, 3 Punkt A, B, C und dann N. Aber ich mache jetzt einfach drei Punkte und Anzahl. Fertigstellen. Jetzt habe ich da ein Werkzeug. Drei Punkte und Anzahl. Jetzt kann ich natürlich entweder drei vorhandene Punkte verwenden oder ich nehme einfach drei neue Punkte, klick, klick, klick und die Anzahl n als Pop-up kommt da raus, gebe ich ein und dann wird mir sofort die Fadengrafik erstellt. Ja. Oh, ein Ding habe ich vergessen oder falsch definiert. Da habe ich jetzt wirklich eine etwas längere Konstruktion, die ich immer wieder aufrufen kann und im Endeffekt immer wieder das gewünschte Ergebnis liefert. Es gibt einen großen Vorteil, die Werkzeuge kann man natürlich abspeichern. Geht es mal bei euch auf Werkzeuge verwalten. Da sieht man nochmal, wie ist das Ganze definiert. Fadengrafik, Punkt, 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 Zahl. Man kann es herauslöschen, man kann andere Werkzeuge öffnen und man kann speichern. Ja, ich sag, ich hab da mal ein paar gemacht mit, oder ein paar auch kopiert. B
Bézier-Kurven, Betriebsoptimum habe ich schon mal gemacht, Gewinnanalyse habe ich mal als Werkzeug konstruiert und so weiter und so fort. Man kann es eröffnen. Man kann ein Werkzeug öffnen. Abgespeichert werden Werkzeuge als GGT, GeoGebra Tool. Und man braucht dann einfach nur dieses GeoGebra Tool öffnen, dann ist diese Werkzeuge automatisch geöffnet. Man kann ein bisschen was umbenennen. Eins kann man nicht machen, man kann nicht mehr was verändern. Das heißt, ich, wer jetzt gerade vergessen hätte oder falsch gemacht hat, diese punktierte Linie, ich hätte eigentlich die Strecke gemacht. Das geht leider nicht. Ja? Das heißt, ich muss nochmal neu generieren. Ich kann jetzt nicht nur einige bearbeiten irgendwie. Ich kann zwar Symbole noch ändern und Begriffe ändern, aber ich kann das Werkzeug selbst nicht mehr ändern. Das heißt, ich muss den Prozess nur mit Schwind starten. Und dann, wird das Werkzeug nicht, im Arbeitsplatz selber auch mit abgespeichert? Das schon, ja. Aber nicht als Werkzeug selber. Und wenn ich jetzt da, mache jetzt zum Beispiel Datei öffnen. Und sage dann, ich hätte gern das Werkzeug Gewinnanalyse, Kostenfunktion. Das ist einfach eine Datei, die ich öffne. Schauen wir mal, okay, jetzt ist da hinten dazugekommen, Gewinnanalyse. Okay. Das passt jetzt zwar überhaupt nicht zur Fadengrafik, aber gut. Machen wir das da geschwind weg. Dann gehen wir Funktionen. Was haben wir nicht mehr gehabt? Ein Fünftel x hoch 3 weniger 6x Quadrat weniger plus 92 x plus 200. Dann haben wir mal die Kostenfunktion. Für die Gewinnanalyse werden wir natürlich auch eine Preisfunktion brauchen, ist auch klar, ja. Deswegen werde ich da geschwind eine Preisfunktion generieren. Ich habe jetzt keine richtigen Zahlen im Kopf, ob das stimmen kann oder nicht, aber machen wir da eine lineare Preisfunktion und schauen halt dann wirklich, was herauskommt. Und jetzt nehme ich das Werkzeug Gewinnanalyse, klicke auf die Kostenfunktion zuerst und dann auf die Preisfunktion und dann sehe ich, okay, das war jetzt anscheinend kein Gewinn, gibt es da. Das ist die Gewinnfunktion. Die Sachen sind undefiniert, also habe ich gerade schlechte Zahlenbeispiele genommen, wo es keine wirklichen Gewinn gibt. Das G irgendwie ändern, in dem -1x oder. Schauen wir mal, ob wir da jetzt irgendwie auf wirklich eine schöne Werte kommen. Nein. Ah, jetzt habe ich gerade einen Blödsinn gemacht, ich habe gerade das Werkzeug angeklickt. So. Nein, das passt gar nicht von den Daten. Sind die Kosten einfach so riesen hoch. Jetzt habe ich was jetzt, ja. Jetzt habe ich gefunden. Der Preisfunktion war klein. Jetzt circa ist okay. Jetzt wird im Endeffekt der Gewinn da ausgerechnet, der maximale Gewinn. Ja. Und das A und B sind die Gewinngrenzen. Von da bis da. Also man kann wirklich alles einbauen. Ich wollte euch jetzt nur irgendwas was zeigen. Geometrische Konstruktionen von bis und alles, was eigentlich da erinnern ist, bis halt auf so Bilder einfügen und so weiter, ist ja zurückzuführen auf irgendwelche elementaren Konstruktionen. Und jetzt halt mit den Befehlen kann man halt nur komplexere Dinge machen. Vielleicht, wenn es noch interessiert, eine letzte Sache, dann höre ich wirklich auf. Also auch so nette Dinge wie Bézier-Kurven, kubische Bézier, das müsste das da sein. Das wäre schon sehr lange nicht mehr geöffnet, schauen wir mal, ob es funktioniert. Was braucht er? 4 Punkte. Kann man das da alles mal weglöschen. Zeichnen wir uns 4 Punkte, 1, 2, 3, 4. Und dann wird, in dem Fall ist das eine Ortslinie dann, und dann wären da die Bézier-Kurven möglich. Da steckt einiges an Konstruktionen natürlich dahinter, ja. Müsst ihr jetzt genau anschauen, was das ist oder wie das geht. Ortslinie BC3. Und wie der Befehl Ortslinie jetzt eben definiert ist, das ist wahrscheinlich
wieder intern geregelt. Aber es gibt so eine Sammlung von GeoGebra-Tools schon online. Also man braucht nur bei GeoGebra-Tube oder bei Wiki, man braucht nur schauen, wer schon solche Werkzeuge erstellt hat. Und da gibt es wirklich von bis. Also vom einfachsten, die Tag habe ich zum Beispiel mal braucht, den Implikationsbefehl. Das heißt, aus einem logischen Wert folgt was anderes. Ja? Und dann das sollte evaluieren, ob das stimmt, wahr oder falsch. Und das ist in GeoGebra nicht einbaut, aber man kann die Implikationen über die logischen und oder und Negationen ja reinkriegen, über diese Sachen. Und dann hat halt einfach wer einen Befehl definiert, der halt Impl heißt, für Implikation. Das habe ich gebraucht. Und das ist eben auch das Mächtige, dass er dann Befehle definieren kann. Ja? Also damit wirklich dann sage ich in der Eingabe, machen wir das jetzt. Und so nenne ich das. Man kann ihm aber nicht vorschlagen, das, was dann rauskommt, das soll dann diesen Namen haben. Das wird automatisch in der oder im Also geht dort sicher, weil die erste Idee, die ich jetzt gehabt habe, ist Scripting. Das ist was ich euch definitiv nicht sagen, aber nur kurz anschneiden kann. Es gibt die Möglichkeit, jedes Objekt zu skripten noch. Das ist das da hinten. Und da kann man wahnsinnig viele Sachen machen. Also kann man die Befehlsketten einschreiben und wieder auf Mausklick was Neues machen oder bei Update neu machen oder globale JavaScript reinschreiben. Also wer da ein bisschen Firn ist im Scripting, der kriegt noch wahnsinnig viel. Da muss man dann dem Objekt, das man erzeugt, in einem Befehl einen neuen Namen geben. Genau, ja. Also dass praktisch jedes Mal, wenn du das machst, wird ein neues Objekt erzeugt, das genau heißt, f von x ist gleich oder bop ist gleich. Also das ist da möglich. Aber das geht wirklich schon sehr, sehr weit, aber kann man mal ausprobieren. Gut, wie spät haben wir denn? Okay, passt. Dreiviertel Stunde, passt. Perfekt. Eine Sache noch, und die möchte ich noch geschwind jetzt machen, was überhaupt nichts mit Werkzeug jetzt da hat. Ist da wieder geschwind?